Am Sonntagabend kam es zu einem Brand in einem Weinheimer Seniorenheim. Kurioserweise übte einen Tag zuvor die Feuerwehr ein ähnliches Szenario in einer anderen Station des Seniorenheims. Um 20.16 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim, Abteilung Stadt, unter der Leitung von Stadtbrandmeister Reinhold Albrecht zu einem Zimmerbrand gerufen. Nicht nur die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, auch eine Pflegekraft, die das Feuer bemerkt hatte, alarmierte die Feuerwehr. Es hat ein Zimmer gebrannt. Der Schaden ist relativ gering im Zimmer. Die Ursache ist etwas mysteriös. Das Feuer hat sich im Schrank entwickelt. Wir warten jetzt noch die Kripo ab wegen der Brandursachenermittlung. Dank dem professionellen und ruhigen Einsatz des Pflegepersonals konnten alle Bewohner rechtzeitig ins Freie gebracht werden. Insgesamt mussten 23 Personen evakuiert werden, die von einem Großaufgebot des Rettungsdienstes betreut wurden. Zwei Bewohner und drei Pflegekräfte wurden leicht verletzt und wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Eine Pflegekraft erlitt zudem leichte Verbrennungen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.